Hallo und willkommen zurück bei Kingdoms Come. Und ja, wir sind etwas müde. Ich muss kurz mal wieder schauen. Falsches Menü. Wo wir denn jetzt überhaupt genau hin müssen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Vollbild verlassen. Moment. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir müssen nach B. Okay. Nach B müssen wir. Falscher Knopf. Das ging fix. Ja, das Problem, was ich habe, ich bin unglaublich auf Red Dead Redemption Moment eingestellt. Deshalb mache ich unglaubliche Fehler, weil man da ja auch reitet und hier und da. Deshalb kann es halt eben passieren, dass ich hier immer die gleichen. Oh, nicht den Fluss. Dass ich dann versuche, immer die gleichen Knöpfe zu drücken. Es ist. Ich hätte auf dem Weg bleiben sollen. Wäre vielleicht keine blöde Idee gewesen. Oder es sollte mal öfter blitzen. Aha. Ich weiß, ich habe den Weg wieder verlassen, aber da ist er wieder. Nein, ein Feld. Vielleicht landen wir eben Bach. Oder? Oder auch nicht. Sind wir, glaube ich, in dem Sumpf. Ich kann nicht schwimmen. Warum habe ich neue Kunstrede? Wieso habe ich neue Redekunst? Nur weil er gerade Selbstgespräche geführt hat. Wir müssen die Stelle, was natürlich jetzt bei Dunkelheit richtig scheiße ist. Irgendwo hier sind wir doch rübergekommen. Ich glaube, es war aber in die andere Richtung. Irgendwo hier ist eine seichte Stelle. Ich kann mich an den Sumpf auf jeden Fall erinnern. Da ist auf jeden Fall mal das Kloster. Ist es hier? Hier ist es. Oder auch nicht. Da je. Haha. Merkt ihr es? Ich bin ein super Reiter. Oh nein. Jetzt bin ich in den nächsten Bach gefallen. Ich glaube, das war's gerade mit meinem Pferd. Pebbles war schön. Kommen wir hier durch? Moment. Wenn nicht, war es schön, dich gekannt zu haben, Pebbles. Ah, es ging. Ohne uns den Kopf zu stoßen, Mann, sind wir gut. Aber es wäre dem trotzdem noch cool, wenn wir hier noch irgendwo einen Schlafplatz finden. Das wäre natürlich eigentlich das Allerbeste. Wir suchen erstmal einen Schlafplatz. Notfall schlafe ich auch gerne auf der Bank oder im Stall.
Krankenstube des Klosters. Die haben aber viele Verletzte. Hä? Oh, Gott sei Dank. Schlafen wir mal. Naja, immerhin sind wir dann wieder ein bisschen fitter. Wir werden dann die Mission machen und danach gehen wir dann wieder schlafen. Es geht ja nur darum, dass wir nicht unbedingt gerade umfallen vor Müdigkeit. Aber Energie hatten wir echt. Ich glaube, so lange war ich noch nie wach in dem Spiel. Wie gesagt, wir können ja die Mission machen und danach können wir wieder hoffentlich irgendwo schlafen. Wir müssen danach nochmal schnell zum Müller für das restliche Zeug zu verscherbeln. Und dann werden wir auf jeden Fall, wenn wir die Story fertig haben, also auf jeden Fall mal den Teil der Story, werden wir auf jeden Fall wieder nach Pribislava, hieß es Pribislava, zurück und schauen, ob wir genug Geld haben. Und ich hoffe, dass bis dahin nicht zu viel Geld aufgebraucht ist. Das wäre natürlich äußerst ärgerlich. Ich weiß ja nicht, wieso der Stundenlohn von den Leuten da hinten ist. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir mal so viele Gebäude haben, dass wir, und wenn es nur am Tag, was weiß ich, 10 Münzen sind. Ach, wir haben, unerwarteterweise sind wir tatsächlich genau da gelandet, wo wir landen wollten. Wer hätte das gedacht? Aber ich schaue kurz erstmal noch, wie viel Groschen wir haben. 1200. Johanka? Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Gerade nicht so. Matthias schickt mich. Matthias? Gott, es ist doch nichts passiert. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Meerhuyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es, Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhuyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Ja, ich danke dir auch. Und das Spiel speichert. Ich habe gar nicht aufgepasst, ob es beim Schlafen auch gespeichert hatte. So, dann müssen wir also mit dem Arzt des Klosters reden. Aber ich denke, das bekommen wir auch hin. Der ist ja praktischerweise, ist er das? Jawohl. Lass uns handeln. Können wir da was kaufen? Ich habe 1200. Ich möchte gerne, falls er es hat. Hat er nicht. Scheiße. Können aber 7. Oh. Schon mal 6 Honig verkaufen. Hundefell ist auch nicht als gestohlen angezeigt. Dann müssen wir praktischerweise gar nicht mehr zum Müller. Wie viel Kohle hat Vermögen des sind 80. Natürlich, das Wildschweinleder wird noch als gestohlen angesehen. Ah, egal. Wir haben auf jeden Fall jede Menge. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhuyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du?
Wie faszinierend. Naja. Ja, ja, wirklich faszinierend. Aber kannst du diesen Leuten helfen? Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Ich weiß gar nicht, war es das ganze Dorf? Es war nicht jeder, wir sagen einfach mal die Hälfte. Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Merhoyet, hat es da nicht einen Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Was könnte man dagegen tun? Kennst du die Symptome? Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. Was ist da jetzt fehlgeschlagen? Und warum muss ich jetzt eine Rezeptur suchen? So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Das kann sich doch kein Mensch merken. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern. Avicennas. Oh, hätte ich die Quest hier doch nur nie angenommen. Wo muss ich denn hin? Verstehe es nicht. Wo ist denn da? Wir schauen, upala, schauen kurz mal auf der Karte nach, was wir jetzt genau machen müssen. Ah. Ah, okay, da ist es ja. Es ist bekannt, dass im muss ich das jetzt echt alles lesen? Was haben wir denn hier? Das hört sich doch eigentlich gar nicht schlecht an bis jetzt. Könnte es das sein? Nein, nicht. Ah nein, das ist es nicht, weil Tiere können nicht an Diphtherie erkranken. Zeiten wir doch leben. Also die Pest kann es schon mal sein, aber ich glaube es eigentlich nicht, ne? Nein, kleine Tiere leiden nicht an der Pest, dann wäre es, ich glaube, die Hühner sind auch gestorben, oder?
Ja, Ruhe für, die Ruhe, das war ja das, was ich auch schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt hatte. Es könnte eigentlich die Ruhe sein. Es stand doch irgendwo hier. Ah, doch ungefährlich für Tiere. Was haben wir denn hier? Gott, in was für Zeiten wir doch leben. Könnte es das sein? Nein, wohl nicht. Das Vergiftung könnte es sein. Doch irgendwo hier. Das ist schon mal nicht. Okay. Könnte es das sein? Wo ist er Nein, denn? wohl nicht. Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Puh, keine Ahnung, wie das geht. Ich denke nicht, dass ich dir dabei helfen kann. Davon ging ich auch nicht aus. Dass du lesen kannst, hat mich schon zur Genüge überrascht. Aber genug geredet. Zeit, die Arznei herzustellen. Sobald sie fertig ist, werde ich mit Johanka direkt nach Merhojet eilen. Vermutlich treffen wir uns dort. Soll mir recht sein. Aber kann ich denn gar nichts tun? Verbringe die Zeit am besten im Gebet. Wir brauchen Gottes Hilfe. Möge Gott über dich wachen. Ja. Und dann jetzt müssen wir wieder nach. Müssen wir jetzt wieder nach Mechoyet? Weil die. Oh, die Quest haben wir eigentlich nicht abgeschlossen, ne? Questlog, die Seuche. Warte ab und beobachte, das Heilmittel wirkt. Ja, dann würde ich mal behaupten, wir essen erstmal was und dann legen wir uns wieder hin, solange wir können. Dass wir komplett fit sind. Naja, okay, wir können nicht lange genug schlafen, also würde ich sagen, wir reiten einfach weiter, dann können wir auf jeden Fall mal die Hauptquest machen. Bis dahin müsste ja eigentlich dann die Seuche erledigt sein, hoffen wir es mal. Ich glaube, wir sind falsch. Ich will hier raus. Wo bin ich? Das Reiten im Spiel ist manchmal auch. Also Reiten tue ich an sich nicht gerne. Weder bei Red Dead, Red Dead Redemption noch hier. Bei Red Dead Redemption habe ich halt eben den Nachteil, dass ich dauernd vom Gaul falle. Ich gegen irgendeinen Baumstumpf klatsche. So, bis wir jetzt da sind, dauert es ja ein bisschen. Das Gute ist halt eben, dass Pribislava ziemlich in der Nähe liegt.
Und wir können halt die mit der Hauptquest weitermachen. Und wie gesagt, so kurze Strecken werde ich nicht per Schnellreise machen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass ich überfallen werde. Hier sehe ich dann im Normalfall den Überfall und kann auch ausweichen. Denke ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich jemals überfallen worden bin, wo ich selbst gereist bin. Aber ich glaube, das hier wird auf jeden Fall das längste Let's Play auf unserem Kanal. Waren wir hier schon mal? Der Gerber. Ist das hier die Gerberei? Ich bin's. Oh, schönes Kleid übrigens. Hat auch schon mal bessere Tage. Ja, hier können wir auf jeden Fall nichts Entbehrliches mitnehmen, ohne dass es auffällt. Oh, Scheiße. Immer der falsche Knopf. Tja, Pebbles ist halt eben nicht Jeff. Gut alter Jeff. Von Red Dead. Wer kennt ihn nicht? Und wir müssen ja noch an dem Turnier teilnehmen, leider Gottes. So, das hier holen wir natürlich liebend gerne mit. Stechen die uns eigentlich auch? Alles, was Geld bringt, müssen wir einstecken. Hoffen wir mal, dass wir auch für die Seuche, für den Abschluss der Seuche, bisschen Geld bekommen. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der unbedingt hier viel Geld braucht, aber wir brauchen es halt eben tatsächlich. Weil wir tragischerweise halt eben unsere Stadt ausbauen wollen. Ich glaube, das wird echt noch ein echt teurer Spaß. Alleine die Holzfällerei kostet schon so und so viel. Wir müssen uns irgendwo mal noch ein Buch ausleihen oder kaufen, dass wir ein bisschen lesen lernen können. Wir können es zwar schon einigermaßen, aber immer noch nicht so gut, wie es soll. Oder wie ich das will. So, wir sind auf jeden Fall wieder hier. Ich reite kurz mal bei den anderen mit dem Testament. Der war, glaube ich, hier irgendwo, ne? Oder? Hier war der doch drin. Ah, wir können nur stehlen, schade. So, gerade mal noch ein bisschen waschen. Aber ich denke mal, wir können hier nichts weiter machen. Wir gehen jetzt einfach. So, hier holen Sie Ihr Wasser. Könnte dieses Wasser vergiftet sein? Schnaps. Interessant. Vielleicht hat der Schnaps das Wasser vergiftet und die Leute vertragen einfach keinen Alkohol.
So, das ist ja unser Freund. Der Überfall. Erzähl mir von dem Über. Was willst du wissen? Wie Das ich. hatten wir schon. Herr, wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh. Ich verstehe. Kann ich dich etwas. Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu. Das hatten wir doch schon alles. Das müssen wir jetzt. Ich muss jetzt echt. Oh, falsch. Ich muss jetzt echt mal schauen, was überhaupt die Quest, was wir überhaupt gerade machen müssen. Verhöre den Gefangenen. Okay, aber wir müssen ja warte ab und beobachte, ob das Heilmittel wirkt. Das ist jetzt enttäuschend. Warum kann der Wächter nicht einfach die Pest bekommen? Schlimm ist ja, ich weiß genau, wenn ich jetzt irgendwo anders dahin reite, dann ist das hier erledigt und ich muss wieder zurück. Du darfst da nicht rein. Du musst. Ich darf das. Guten Tag. Ich möchte. Du schon wieder. Mach's gut. Ah ja, da ist ja der Brunnen. Der Wulfers. Machen das hier wohl alle so, im Brunnen zu stehen? Was ist hier das blanke Grauen? Jesus. Danke, das. Dann viel Glück. Ich würde sagen, dann schlafen wir. Upala, jetzt habe ich mich hingesetzt. Wir schlafen einfach, solange es eben geht. Wie lange kann ich schlafen? Ich muss kurz schauen. Im Pestbett. Nur 8 Stunden. Frage ist. Pribislavice. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal die Schnellreise dahin. Ich werde das jetzt aber rausschneiden. Also die Folge beende ich jetzt mal und dann mache ich die Schnellreise dahin und schauen wir, ob wir genug Geld haben. Können da ja auch wieder schlafen. Vielleicht ist bis dahin auch das Rätsel gelöst. Würde ich mal so sagen. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Kingdoms Come. Ciao, ciao.